Grüße, Uwe Bussel, hier im Spreewald, in Burg. Gefällt es Ihnen hier im Spreewald? Ich bin, was ich bis jetzt gesehen habe, bin ich begeistert, aber ich muss mich natürlich noch ein bisschen umschauen. Problematik für einen Künstler ist immer, wir sind morgen hier, heute da und meistens sehen wir außer der Bühne, dem Hotel und das Drumherum, mehr sehen wir leider nicht. Aber ich bin sehr, sehr interessiert. Die Menschen sind schon mal wahnsinnig nett und herzlich. Ich habe eben sehr, sehr viele Autogramme auch geschrieben. Ich kann eines schon versichern, ich komme bald wieder. Ja, Sie haben ja gerade auch vom zärtlichen Tyrann gesungen, ne? Mhm. Sind Sie das nur musikalisch oder auch privat? Nee, also ich hatte das auf der Bühne auch schon gesagt, als ich den Text fertig hatte für das Lied, habe ich das meiner Frau vorgestellt. Also meine Frau ist so die erste Kritikerin bei meiner Arbeit so. Und als sie den Text sah, hat sie geschmunzelt und hat gesagt, ja, so ein klein bisschen bist du das. Fernsehabend, man sitzt auf der Couch. Wer hat die Fernbedienung in der Hand? Natürlich er. Er ist der beste Programmchef, das ist bei uns zu Hause ganz genauso. Wir Männer müssen aufpassen, dass wir unsere Frauen nicht vergessen. Ja. Ein bisschen Zeit ab und zu mal. Und die Kamerafrau da hinten nickt auch. Ja. Sie haben ja jetzt, bevor Sie auf der Bühne stehen, haben Sie ja viele Jahre im Hintergrund gearbeitet, haben die Flippers produziert, Texte geschrieben für viele Künstlergruppen. Mhm. Wie ist es dann zu diesem Ausbruch gekommen, dass Sie jetzt doch auf der Bühne stehen? Na, man muss dazu sagen, eigentlich habe ich immer schon auf der Bühne Musik gemacht, auch vor der Zeit, als ich als Produzent und als Autor. Auch Zeit bei Ihrer eigenen, ne? Ja, ich habe also früher auch mit ganz langen Haaren Heavy-Metal-Musik gemacht. Okay. Und das hat mir auch viel Freude gemacht. Das war auch eine ganz tolle Zeit, die möchte ich gar nicht vermissen. Aber es ist einfach so, als ich habe angefangen, als Schlagersänger Platten zu machen und es ergab sich zufällig, dass bei der Schallplattenfirma, wo ich damals meine erste Platte, damals noch unter dem Pseudonym Peter Tobias, ist, dass genau dort auch die Flippers unter Vertrag waren. Mhm. Und dann hat man mir nahegelegt, ob ich nicht doch für die drei Herren Musik machen kann. Das Ganze wurde erfolgreich. Und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt, selber wieder zu den Radios zu fahren, zu den Fernsehsendern und Promotion für mich selber zu machen. Mhm. Mir hat auch damals nichts gefehlt. Sie sagen ja auch, Ihre Lieder sind Geschichten aus Ihrem eigenen Leben. Wie entstehen die Ideen dazu? Sind das bestimmte Momente? Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Na, es sind eigentlich alles so Dinge, die mich im Leben verfolgen oder die ich mal erlebt habe. Also der Sommer 76 zum Beispiel, das ist wirklich eine Geschichte. Es gibt diesen Baggersee wirklich. Träume können fliegen aus dem neuen Album. Auch so etwas, die aktuelle Single ja gerade. Da geht es um 68, als die erste Mondlandung stattfand. Ich kann mich erinnern, wir saßen vor dem Fernsehapparat auf der Couch. Und mein Vater hat extra ein neues Fernsehgerät gekauft für diesen wahnsinnigen Moment, weil alle fieberten drauf. Und dann wollte ich nur noch Astronaut werden. Und das habe ich einfach in einem Lied verarbeitet. Und als Botschafter der Deutschen Lebenshilfe, der ich seit geraumer Zeit bin, möchte ich diese Organisation wirklich mit Leibeskräften auch unterstützen. Und es gibt in meiner Heimatstadt in Wuppertal am 23.10. ein Konzert. Und es ist mir ganz wichtig, dass Behinderte und Nichtbehinderte oft zusammenkommen, weil ich finde, die Integration von behinderten Menschen in unserer Gesellschaft, die lässt manchmal sehr, sehr stark zu wünschen übrig. Und ich würde mich freuen, also es wäre ein Geburtstagsgeschenk für mich, wenn jemand sich auf den Weg macht, eine Karte kauft, die kostet auch gar nicht so viel. Man kann unter lebenshilfe.de oder unter meiner Website www.uwe-busse.de kann man alles darüber lesen und auch vielleicht an Karten rankommen und noch gibt es ein paar. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.